Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Immer noch auf Feld 77 Spritzen. Der dürfte gleich noch eine Tour zurückfahren. Dann müsste er eigentlich das Vorgewende machen. Dann ist er hier durch. Wir sind noch am Anpflanzen. Die Fahrzeuge müssen alle mal weggestellt werden. Oder wenigstens zur Seite. Hier sind wir auf Feld 42. Da wird Gerste angepflanzt. Oh, da ist nur noch 4% drin. Mal, ob wir hier mal auf letzten Punkt machen, ob er das dann nimmt. Wir werden es dann sehen. Ich weiß auch nicht, ob der sich selber auffüllt oder ob wir das machen müssen. Er fährt auf jeden Fall zur Saatgutproduktion. Die Paletten habe ich mit dem anderen schon weggemacht. Also der Weg wäre frei dahin. So, dann habe ich noch ein Wasserfahrer losgeschickt, der die Molkerei mit Wasser füllt. Aber der war noch nicht da, weil die ist oben noch drin. Ja, wir brauchen sehr viel Leerpaletten und Hühnerfleisch. So, jetzt gehen wir erstmal. Mayonnaise muss auch zur Fischfabrik, okay. Gut, aber wir wollen noch ein bisschen was verkaufen, würde ich sagen. Wir können auf jeden Fall noch mal Vollmilch verkaufen. 300.000 kriegen wir ja hin. Das war hier drüben. Vollmilch da. Ich habe die 200.000 auch von drüben rüber geholt. Im unterirdischen Lager ist jetzt nichts mehr. Und das geht dann auch zu Lidl. So, dann könnten wir noch mal Scholle verkaufen. Bier habe ich da auch gesehen. Da oben Gerstenbier. Können wir zu Edeka fahren. So, hier wird jetzt noch mal eine Ladung Gras zum Komposter gefahren. Ja, und hier sind wir halt auf Feld 50. Den hatte ich schon aufgefüllt. Machen wir mal auch auf letzten Wegpunkt. Ich hoffe, er macht es mal. Aber ansonsten hat er jetzt keine Aussetzer mehr drin gehabt, so wie der andere. Ich weiß nicht, warum das da gekommen ist. Durch Berechnung eines anderen Kurses oder so. Ich kann es nicht sagen. Also, wir hatten ja in dem anderen Seemaschine bei der zweiten Bahn. Oh, er ist leer. Okay. Hier vorne am Rand ja einige, wo er nichts gemacht hat. Gut, jetzt füllt er sich auf jeden Fall. Fährt er wenigstens schon mal ausfüllen. Und wir können mal gucken, was habe ich noch gesehen? Mayonnaise. Fischfabrik. Wo finde ich jetzt Mayo wieder? Habe ich vielleicht noch gar nicht drin. Lebensmittel. Mayonnaise hier. Habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber das könnten wir eigentlich rüberbringen. Mayonnaise.
Okay, mach mal alles. So, dann fahren wir dann mit dem Kleinen rüber. So, dann fahren wir mal eben. Runter zur Fischfabrik. Und morgen soll, oder heute wäre es ja dann, eine neue Version kommen mit einem weiteren Imbissstand. Wir haben den ersten ja noch niemals aufgebaut. Aber ich wollte mal gucken, der andere ist ein Crepe-Stand und Crepe und Eis. Gut, Eis haben wir noch gar nicht. Sollten wir vielleicht auch mal schauen, vielleicht können wir da auch noch was aktivieren, aber wir haben eigentlich nicht die Kapazitäten, um die ganzen Rohstoffe zu produzieren. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo werden die abgeladen? Werde ich die hier los? Na, also hier schon mal nicht. Oder ich muss die auf den Boden setzen, aber wir haben ja noch die zweite Variante. Ja, da werden wir sie los. Ja, gehen auch alle weg. Das passt schon. Mineraldünger. Wir können ihn hier jetzt sagen, fahr wieder zurück. Ich weiß, da steht einer, aber... Kommst du da rum? Ja, ganz knapp. Schafstall 1 braucht Nahrung, okay. Also der dürfte jetzt auf dem Vorgewende sein, ja. Verbraucht auch ein bisschen was. Also gut, das ist natürlich auch ein kleines Feld. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir können aber hier schon mal wieder ein paar Sachen wegsetzen. Aber du könntest dich eigentlich noch auftanken. Weil wenn du gleich einen anderen Anhänger dran bekommst, dann werde ich wahrscheinlich vergessen, dass du noch betankt werden musst. So, jetzt ist er voll. Dann können wir die Ballenplätze erstmal wegsetzen.
Ja, wir müssen noch einen Tick nach vorne. Müssen die ja nicht ganz so eng aneinander stellen. So reicht das doch schon. Dann fahren wir den mal dahin, wo die Anhänger sind. Setzen ihn da rückwärts dran. Und dann schauen wir mal. Und wir können die anderen Ballenpresse vielleicht auch wegstellen. Dann haben wir wenigstens mal Ordnung. Aber wir wollten ja gucken, dass die erstmal hier stehen. Wenn wir beim nächsten Durchmarsch machen. Ja. Also er hat nicht beim letzten Wegpunkt angefangen, sondern ist gleich wieder auf dem ersten gesprungen. Was wir gesehen haben, der hat sich aber aufgefüllt. Das ist gut, jetzt standen auch keine Paletten mehr da. Aber ich würde sagen, du fängst hier, machst hier weiter. Jetzt will er zum ersten Wegpunkt hin. Dann machen wir den nächsten. Dann haben wir das auch. So, wie weit haben wir das denn schon? Also viel haben wir noch nicht. Wir sind ja hier im oberen Bereich. Ach, hier kommt wieder, habe ich wieder Gerste drauf, okay. Kein Ding. So, dann kommt ja hier auch noch Weizen. Und hier kommt Gerste. Dann haben wir nur hier auf Feld 42 zweimal Gerste. Dann müssen wir die auch wieder alles mit Kalk versorgen. Okay, hier können wir jetzt erstmal einen kleinen Verkauf starten. Zack, 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 zack. Bumm. Ja. 670.000 ist ja schon mal was. Ab wieder zurück. Hier könnte man auch eine Budenreihe machen, sogar zwei Stück auf der Wiese. Oder eben, wo wir den Hofladen haben, wo wird ja auch seine Bude hingestellt hat. So, du kannst erstmal die Seite. Das reicht. Kommt ja noch jeder dran vorbei. So.
Der Wender kann auch erstmal weg. Wir brauchen, wenn die ersten Felder fertig sind mit Ansaat, dann müssen wir Kalk draufbringen und dann düngen. Aber Kalk wird noch einen Moment in Anspruch nehmen. Und Karl können wir mit denen ja nicht fahren. Da brauchen wir ein bisschen was Stärkeres. Aber für Dünger streuen tut er es. Können wir den vielleicht schon mal ankuppeln. Sperren, weil das dauert noch ein bisschen. Hier haben wir noch keine 1 Uhr. Schauen wir noch einmal rum. Was haben wir denn hier am Wasser? Hier wird auch einiges verändert. Hier können wir auch demnächst Wasser pumpen. Sag ich mal. Und durch Regen gibt es dann hier auch nochmal einen richtigen Booster, damit wir ein bisschen mehr Wasser generieren. Weniger aus dem Gulli dann nehmen. So, jetzt Gerstenbier. Flüssigkeit. Gerstenbier. Aber haben wir doch gar nicht so viel. Ob ich mich dann so verguckt? Ach, bei der Brauerei. Gut, dann müssen wir gleich mal zur Brauerei. Haben wir denn noch was, was wir von hier verkaufen können? Scholle. Dann verkaufen wir doch von hier aus die Scholle. Für Schollenfilet haben wir ja noch ein bisschen was hier. Scholle geht wohin? Auch nach Lidl. Lidl haben wir schon einiges jetzt gebracht. So haben wir. Ja, 300.000. Abmarsch. Mineraldünger fast voll, okay. Dann sollten wir mal gucken, dass wir hier oben hinspringen. Einmal abhängen. Weil Düngerherstellung ist fast voll. Und wir hatten doch gerade noch was stehen, was Mineraldünger braucht. Aber das sehen wir bestimmt jetzt, wenn wir den Düngerfabrik leerer machen. Dann kommt der doch bestimmt wieder hoch. Ups. Wollte eigentlich nicht ganz rumfahren. Einmal hier rum. Mineraldünger. So.
Die Mirabellen, die wollen das. Okay, dann Obstfarm. Mirabellen, Komposteingang. Der LKW ist angekommen, dann können wir da noch mal gut verkaufen. Und fahren ihn dann zur Brauerei. Den Verkauf könnten wir auflassen. Oh, 300.000, 330.000. Brauerei. Palettenausgang, da bitte hin. Oh, da kommt uns einer entgegen, den müssen wir mal umschiffen. So. Passt schon. So, Gerstenbier holen wir noch ab. Und dann sollten wir vielleicht wieder die 7 Millionen auf dem Konto haben. Ja, er muss jetzt noch einmal rum. Dann ist die Spritze fertig. Dann können wir hier uns mal um weiter aufräumen kümmern. Ich glaube aber, du könntest doch den Kalkstreuer ziehen. Habe ich den Wender, glaube ich, dahin gestellt, wo der hier stand. Gucken, dann fahren wir mal anders da rein. Wo haben wir denn jetzt noch ein Plätzchen? Steht die Kügel drin, haben wir dann zwischen. Jo, passt schon. Das passt. Ist der schon da mit dem Mineraldünger? Das ging aber jetzt fix. Ketchup-Fabrik braucht diese Tomaten. Uiuiui. Ja, der ist schon da. Dann würde ich sagen, wir lassen ihn Kalk streuen. Welches Feld wird denn eher fertig? Feld 42 oder ich nehme an 42. Ist ein bisschen kleiner, haben wir zwar später angefangen, aber dann nehmen wir hier den
und schicken den wieder mit dem Überladewagen los. Aber wir koppeln jetzt erstmal nur an. Solange er da noch keine Kalk streut, es sei denn, ne, der ist voll. Der wäre leer oder so. Und 13 Uhr, dann können wir doch Futter nachlegen. So, hier geht Wasser rein. Und hier wollen wir Gerstenbier abholen. Ne, nicht Gerstenflaschenbier, Gerstenbier. 60 Paletten. So, Gerstenbier. Ist er jetzt verschwunden? Edeka. Edeka, wo bist du da? Zuckerfabrik. Oder Zucker für Aldi könnten wir auch eine Lieferung machen. Aber ich wollte auch noch mal hier zu der Eisfabrik. Die produziert ja nur Crash-Eis momentan. So. Wir brauchen Erdbeeren, Himbeeren. Für Waffeleis, was ist denn? Sind beide sehr aufwendig. Dann brauchen wir Kirschen, Pfirsiche, Vollmilch, Sahne, Zucker. Das sind Bretter, ach für das Stiel, Eis am Stiel, okay, Wasser haben wir, elektrische auch, Wertung auch, ein paar Paletten haben wir auch, die dürften aber dann weggehen, aber Kartons brauchen wir auch noch. Ja. Diese Geschichte, auch Sahne, Vollmilch, Zucker, Butter, Weizenmehl, Eier, da ist noch mehr. Ich glaube, Eis am Stiel könnten wir eher machen. So, 60 Bretter. Und 200.000 Zucker. Erdbeeren, Himbeeren. Gucken wir mal, was wir davon haben. Erdbeeren. Haben wir genug? Und Himbeeren.
aber eigentlich auch genug. Dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Wie viel? Machen wir beides im Zentrallager. 90.000 beide. Alle noch am Arbeiten, das ist gut. Und hier können wir einmal wieder ausladen. Ab zum Zentrallager. Oh, nicht ganz. 13.000 haben gefehlt. Das müsste eigentlich die letzte Ladung, glaube ich, Gras sein. Und er ist hier auf die letzten 100 Meter. Unkraut spritzen. So, Feld 77 erledigt. Oh, ist auch gut bestellt, alles grün. Tippitoppi. Ab zur Werkstatt. Den Kurs können wir löschen, brauchen wir nicht. Ja, wir können den... Ja, ist eigentlich egal, wo wir ihn hinstellen. Aber ich glaube, hier drüben ist ein bisschen mehr Platz bei den Bäumen. Ich nehme an, die Sämaschine muss ich eh noch einmal auffüllen. So. Dann heißt es... Früchte. Erdbeeren. Dann Himbeeren. Auch 90. So. Wie viele Bretter waren das? 60? Bretter waren... Oder sollen wir 100 nehmen? Karton. Lass mal nach Karton gucken. Dann müssten wir so gut wie voll sein. Und wir haben drei Sachen mit. Dann zur Eisfabrik. Wo steht die denn eigentlich drunter? Eisfabrik hier, Paletteneingang. Der fährt, glaube ich, noch einmal zurück. Ja, du musst noch ein paar Mal zurück. Du wirst dich dann noch mal auftanken müssen. Aber dann wird das Feld hier fertig sein. Okay, bist du doch fertig? Eher fertig wie das andere Feld.
Könnte passieren. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit Medien Stevie. Ciao, ciao.